Schönen guten Tag, da sind wir wieder. Mit Dr. Maaßen. Dr. Maaßen, hallo. Ja, hallo. Mahlzeit. Sven, mein Fragensteller, der noch etwas kritischer fragt als ich. Okay. Weil letztes Mal war ich noch gar nicht kritisch genug. Ich denke mal, Sie sind gefeit den kritischen Fragen. Das hält der Dr. Maaßen aus als Völkerrechtler, oder? Das denke ich doch. Meine erste Frage ist kritisch, weil alles, was man so hört, was die Leute hören wollen, ist aber nicht das, was unsere Leute eigentlich hören wollen. Und da ist es gut, dass Sie Völkerrechtler sind. Wie sehen Sie denn die Deutschen im Völkerrecht? Die Deutschen im Völkerrecht sind ein Volk in einem Staat, der souverän ist. Sind wir souverän? Nun, wir haben in Teilen unsere Souveränität abgegeben. Das heißt also, völkerrechtlich gesehen sind wir souverän, aber wir haben durch Verträge, Vereinbarungen, insbesondere durch das Europarecht, haben wir sehr viele Souveränitätsrechte an andere Institutionen abgegeben. Mhm. Ob das klug ist, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, das ist nicht klug. Ich würde mir viel wieder zurückholen. Auch aus, ich sage mal, demokratischen Gründen. Demokratisch im Sinne, wir sind ein demokratischer Staat. Das Volk muss entscheiden in wesentlichen Angelegenheiten unserer Zukunft und nicht die WHO oder die EU, sondern das Volk muss entscheiden, vertreten dann durch das Parlament. Okay. Wir haben eine Situation, wo unser Land immer mehr abgehängt wird. Ob es die Bildung ist, ob es die Wirtschaft ist. Deswegen kamen mir persönlich viel zu wenig Fragen vom Mittelstand an Sie. Sie hätten sie bestimmt auch noch beantwortet. Wie sehen Sie denn, wenn wir über den Krieg zum Beispiel sprechen, wie sehen Sie die Bündnisse? Wir haben ein NATO-Bündnis. Muss dieses NATO-Bündnis, so wie es besteht, überhaupt noch, brauchen wir das überhaupt noch, das NATO-Bündnis? Also was wir als Deutschland auf jeden Fall brauchen, wir brauchen eine Einbettung mit in Organisationen. Denn ich sage mal, alleine sind wir zu schwach. Ja? Wir würden zerrieben werden zwischen den großen Mächten, USA, Russland, China, Indien, was da noch alles kommt. Das Gleiche gilt auch für die europäischen kleineren Staaten. Auch da müssen wir Deutschland ein Interesse haben, dass wir diese Staaten einbinden im Konzept. Das erste Konzept ist das wirtschaftliche, die EU. Ich bin kein Herzenseuropäer, sage ich, weil diese Institution in Brüssel, ich habe sie über die letzten Jahrzehnte persönlich mehrfach erlebt, ich war häufig in Brüssel bei den Ratssitzungen, diese EU funktioniert nicht. Ich bin eher ein Verstandeseuropäer. Wie ich sagte, wir brauchen einen Mechanismus, damit wir nicht zerrieben werden zwischen den großen Blöcken. Und was das Militär angeht, ich hätte mir gewünscht, wir wären wieder bei Ende der 90er Jahre, wo auch Russland Partner der NATO war, wo auch Russland in Brüssel Büros bei der NATO hatte. Und es sah damals so aus, dass man im Grunde genommen einen Verteidigungsmechanismus hatte, in den Russland auch eingebunden ist. Und das hat sich seit den 2000er Jahren dramatisch verändert. Zuerst war Russland, kann man sagen, der Feind, dann der Gegner oder die Sowjetunion, dann wurde es Partner, dann Freund und jetzt im Zeitraffer genau in die entgegengesetzte Richtung. Das ist nicht in unserem deutschen Interesse. In unserem deutschen Interesse muss es sein, dass es einen Verteidigungsmechanismus gibt, in den in Zukunft dann auch Russland wieder angedockt werden kann. Also könnten wir sagen, wenn wir es so sehen, haben wir in Europa, so sehe ich es nochmal, 47 Länder. Wir haben jetzt mittlerweile 27, aber wenn wir Europa insgesamt sind, 47. Wenn wir da zusammenhalten wieder, würde es einen Sinn ergeben. Verstehe ich Sie da richtig? Es ist in unserem nationalen Interesse, wenn wir nicht nur an 27 denken, an ganz Europa. Wir müssen ein Interesse haben, dass wir mit den östlichen Nicht-EU-Staaten gut zusammenarbeiten werden. Auch nach dem Krieg in der Ukraine werden wir mit den Russen wieder reden müssen. Und die Russen erwarten, dass sie auch respektiert werden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Putin der Staatspräsident Russlands ist. Und wir haben nicht die Möglichkeiten, uns die Staatspräsidenten und Regierungschefs anderer Staaten auszusuchen. Vor dem Hintergrund müssen wir auch über den Tag nach dem Krieg hinaus schauen. Und da ist aus meiner Sicht die richtige Antwort, dass wir versuchen, auch mit allen Staaten klarzukommen. Okay. Wenn wir jetzt sehen, dass wir, die Gefahr ist ja immerhin, haben viele Menschen draußen auf der Straße, die wir mit uns unterhalten, die wir befragen, dass sie sehen, ja, Deutschland zuerst, aber die Gefahr besteht, dass die europäische Gemeinschaft, diese EU, dieser Konstrukt immer mehr die Oberhand gewinnt zwischen, auch über unser Land. Sehen Sie das auch oder ist das nicht so? Es ist leider derzeit schon so, dass die EU nicht das macht, was sie eigentlich tun sollte. Und die EU sollte nach den Verträgen das machen,
was die einzelnen Staaten nicht mehr machen können, sollte koordinieren, sollte Leitlinien entwickeln. Und man nennt es Subsidiaritätsprinzip. Subsidiaritätsprinzip heißt, dass die unterste Ebene letztendlich das tun soll, was sie machen kann. Und das darf nicht von der obersten Ebene an sich gezogen werden. Und das läuft derzeit allerdings anders. Ein komisches Beispiel dafür ist allein der Plastikdeckel an einer Flasche, der jetzt am Hals befestigt ist. Ja. Das hat mit dem Subsidiaritätsgrundsatz nichts zu tun. Überhaupt gar nicht, das ist eine Anmaßung von Kompetenzen durch europäische Einrichtungen. Aber es steht pars pro toto. Das ist im Grunde genommen nur ein Beispiel für, ich denke mal, Tausende. Ich hätte eine Zwischenfrage, und zwar waren wir heute auf der Mittelstandsinitiative hier und mir fehlten so ein bisschen die Fragen aus dem Mittelstand direkt. Es war schon sehr politisch orientiert. Meine Frage wäre diesbezüglich, inwieweit kann die Werteunion den Mittelstand politisch unterstützen? Gibt es da spezielle Ziele, spezielle Ideen? Nun, wir nehmen einfach wahr, dass die klassischen Mittelstandsparteien, nämlich CDU, CSU und FDP, ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht werden, den Mittelstand zu unterstützen. Und Mittelstand im Sinne auch von mittelständischer Wirtschaft, die kleinen und mittleren Unternehmen, auch die großen Familienunternehmen zu unterstützen und unterstützen in dem Sinne, denen Luft zum Atmen zu geben und sie nicht durch Regularien und Restriktionen, durch Berichtspflichten einzuschränken. Also Abbau der Bürokratie? Abbau der Bürokratie, das wird schon seit 30 Jahren gesagt, aber es ist nicht ernst gemeint, war, glaube ich, noch nie ernst gemeint gewesen. Aber wir müssen ja einen Kahlschlag machen und wir müssten, glaube ich, viele Gesetze einfach aufheben. Das würde denen schon helfen. Wir müssen auch einen Rückbau von Subventionen kommen, aber ich glaube, das ist nur mittelfristig möglich, damit wir jedenfalls mit kurzfristigen, über alten Entscheidungen auch keinen Schaden anrichten. Wir haben in der Werteunion eine Unternehmergruppierung gebildet, die Deutsche Unternehmervereinigung, die das Ziel verfolgt, gerade die mittelständischen Unternehmen zu unterstützen, auch mit Lobbyarbeit, was leider diese großen Interessenverbände nicht mehr tun, die aus meiner Sicht von der Interessenvertretung des Mittelstandes schon weit entfernt haben. Ja, wir haben ja auch da ein Bildungsproblem, ne? was die Nachkommenden betrifft. Der Mittelstand, das Handwerk, beklagt ja im Grunde, dass sie einfach keinen Nachwuchs mehr generieren können, weil viele Influencer werden wollen oder YouTuber oder sonst irgendwie in die Medien gehen, so wie Sie es vorhin eigentlich ganz gut formuliert haben, dass unsere Medien da doch schon sehr linksgrün orientiert Berichterstattung machen. Wir haben ein Nachwuchsproblem im Mittelstand, bei der gewerblichen Wirtschaft, im Handwerk. Und dieses Problem können wir nicht durch den Zuzug von Fachkräften lösen. Das ist eine Illusion. Also das hatte man schon in den 80er Jahren postuliert. Wir sollten mehr Fachkräfte ins Land holen. Das ist nicht die Lösung. Jedenfalls keine dauerhafte Lösung. Die dauerhafte Lösung kann nur sein, dass wir der gewerblichen Wirtschaft und dem Handwerk wieder eine andere Stellung in der Gesellschaft vermitteln, dass wir die Arbeit auch wesentlich besser anerkennen als, ich sage mal, ein brotloses Studium und dass wir jedenfalls auch die jungen Leute dazu bringen, eher in die gewerbliche Wirtschaft und ins Handwerk zu gehen, als Studiengänge, die letztendlich keine Berufsausbildung sind, sondern reine Studien sind und die auch keinen Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten, dass sie diese nicht ergreifen sollten. Bleiben wir bei Ihrer Partei. Sachsen, Thüringen, jetzt Brandenburg. Die meisten Menschen kennen Sie als Kopf. Die anderen Menschen kennen vielleicht Michael Kur, der sehr viel soziale Medien macht, bei Social Media bekannt ist. Jetzt haben Sie in Thüringen und Sachsen ein Null-Komma-Ergebnis erreicht. In Brandenburg wird es wahrscheinlich, rechnen Sie mit mehr oder nach meiner Meinung wird es genauso aussehen. Wollen Sie nächstes Jahr dann bei der Bundestagswahl wirklich angreifen, so wie Sie gesagt haben, weil Sie ja auf der Bühne gesagt haben, Sie möchten nicht alleine, Sie möchten koalieren auf jeden Fall, um die Parteien ein bisschen zu überprüfen. Zusammen geht es immer mehr. Aber da bisher bis nächstes Jahr noch ganz schön viel getan werden, oder? Ja, so viel muss da eigentlich gar nicht getan werden. Das Entscheidende ist die Visibilität. Wenn man mir ein- oder zweimal in der Woche nur eine Minute oder zwei in der Tagesschau oder Tagesthemen geben würde, da hätten wir dieses Problem nicht. Das Problem ist die mangelnde Visibilität. Das Problem ist nicht unser Programm. Unser Programm ist sehr gut. Das Problem ist auch nicht unser Personal.
das ausgebildet ist, das politisch tickt und zwar richtig tickt. Das Problem ist diese Visibilität, dass eben unsere Wähler oder man könnte als Unternehmer sagen unsere Kundschaft nichts von uns weiß. Die Kundschaft hat ein Bedürfnis nach den Produkten, das Produkt heißt Werteunion, aber die wissen im Zweifel gar nicht, dass wir da sind. Die kennen Maaßen, wissen aber noch nicht mal, dass Maaßen eine Partei hat und dass hinter der Partei viele Leute stehen. Das müssen wir an die Leute einfach heranbringen. Eine kritische Frage oder eine offene Frage für Sie als damaliger Verfassungsschutzpräsident. 2015 hat Ihre Superfehde, Frau Merkel, gesagt, wir lassen alle rein. Sind Sie der Meinung, dass es irgendwann aufhört oder dass es ein Plan war, die Leute hier alle reinzulassen? Also, ich weiß nicht, in welcher Funktion Sie mich jetzt hier ansprechen. Wenn als Privatperson. Also, wenn Sie sagen, Plan, ich greife Ihre Frage mal anders auf. Ja. Wie Sie wissen, ich bin Jurist. Ich würde sagen, ich arbeite mit dem Begriff Verdacht. Okay. Ja, also, man könnte den Verdacht haben, dass das nicht Dummheit war, dass Frau Merkel damals nicht einfach aus einer emotionalen Überschwänglichkeit Menschen helfen zu wollen, diese Entscheidung getroffen hat, sondern dass es kein Zufall war, sondern dass da durchaus ein ideologisch getriebenes, planvolles Handeln hintersteckt. Das kann man als Verdacht haben. Und als Kriminalbeamter würde ich aufgrund dieses Anfangsverdachts einfach mal ermitteln. Ja, sehr gut. Herr Dr. Maaßen, ein schönes Wochenende noch. Danke.